Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land. Heute bin ich wieder für euch in The Wolf Within unterwegs und so wollte ich euch heute wieder so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute geht es darum, wie wir das normale Fliegen in den neuen Zonen freischalten können, also in The Wolf Within bzw. hier auf Khas Algar. Wenn ihr das Ganze ursprünglich anfangt auf der Insel, ist es so, dass ihr lediglich das Drachenfliegen habt und erst wenn ihr ein Achievement euch erspielt, könnt ihr dieses normale Fliegen, wie ich das jetzt hier gerade mache, freischalten. Für die Leute, die nicht wissen, wie man das umschalten kann, und zwar, es gibt hier im Reittiermenü hier oben eine Möglichkeit, quasi das umzuschalten, und zwar haben wir zwei Buttons. Einmal haben wir unsere Fertigkeiten, ne, das wir ja auch schon aus Dragonflight kennen. Und zum anderen haben wir noch die Möglichkeit, unseren Flugstil zu wechseln. Das dauert relativ lang, finde ich. 5 Sekunden muss man casten. Und wenn ihr das durchgecastet habt, dann habt ihr den jeweiligen anderen Flugstil. Jetzt zum Beispiel hier bei meiner Fluggestalt, die ist ja mittlerweile auch ein dynamisches Flugmount. Und seht ihr, jetzt haben wir das dynamische Fliegen. Und wenn wir quasi nochmal drauf drücken, dann haben wir quasi das alte Standardfliegen. Und überall auf der alten Welt habt ihr das automatisch, was ihr quasi wieder das umstellen könnt. Und in den neuen Gebieten müsst ihr euch das aber quasi erspielen, also das normale Fliegen. Und dazu haben wir ein Achievement, das findet ihr einmal unter Erkunden und dann Wolf Within. Und das Achievement heißt, naja, wie es meistens heißen, Pfadfinder von The Wolf Within. Und dafür müssen wir insgesamt 5 Unterachievements quasi absolvieren und dann gibt es einmal die Belohnung statisches Fliegen in Khas Algar. Und was sind das für Unterachievements? Wir haben ja einmal die Insel von Dorn, die schallenden Tiefen, Heilsturz und Khas Ashkahet, so rum, und dann Forscher von Khas Algar. Und das sind ja eigentlich relativ basic Achievements. Die ersten 4 sind die ersten 4 Zonen und die müsst ihr einfach durchquesten. Und zwar die Kampagne, ja. Also die Main-Kampagne müsst ihr questen, nicht die Side-Quests. Und ihr seht, das sind immer 3 Unterabschnitte, die ihr in den jeweiligen Zonen quasi absolvieren müsst. Und das macht ihr ja wahrscheinlich eh schon beim Leveln. So, und jetzt haben wir noch dieses andere Meta-Achievement, das da mit drin ist, und das gucken wir uns jetzt auch gleich noch an. Da gehen wir nochmal hier einmal rein, wo haben wir es? Genau, den Pfadfinder, Forscher von Khas Algar, und da haben wir nochmal insgesamt 4 Achievements drin, und das sind alles Erkundungs-Achievements. Das sind auch wieder alle 4 Zonen, und ihr müsst im Endeffekt einfach jede Zone erkunden. Erkunden geht ja relativ schnell, ihr müsst einfach die komplette Karte aufdecken. Heißt, um das statische Fliegen freizuschalten, müsst ihr die Kampagne in der Zone durchquesten und ihr müsst einmal die Zone erkunden. Ich würde behaupten, das ist eines der leichtesten Pfadfinder-Achievements, die bis jetzt reingekommen sind, weil erkunden und einmal durchquesten macht ihr ja sowieso während dem Level. Und dann habt ihr das freigeschalten und könnt auch statisch fliegen. Hat in manchen Dingen auch seine Vorteile, denn mit dem statischen Fliegen könnt ihr halt einfach in der Luft stehen bleiben und besser auf irgendwelche Gebäude oder Berge rauffliegen, um Sachen aufzusammeln. Genau, das war es eigentlich auch schon wieder. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gern im nächsten Guide-Video wieder. Euer Tilar. Bis dahin. Ciao.